Jo, Freunde, es geht weiter. Wir schaffen unsere Lavabeute zurück in unser wunderschönes Heim. Das tun wir. Und zwar so schnell wie möglich. Hier geht's ja volle Bude runter. Ah, ich glaube, da habe ich schon mal gebuddelt nach. Coole. War eine coole Ader bestimmt. Ein coole Flöz. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Bam. So, wie gesagt, wir müssen bald mal wieder mit Monstern spielen. Wegen der Spinnenseidensache. Seht ihr da hinten? Unser Hain ist hell erleuchtet. Den haben wir ja noch gar nicht so gesehen. In der Nacht so vom Weiten. Das hat schon echt was Schönes. Der ist uns echt gelungen, finde ich. Das ist echt eine coole Sache geworden. Cool, wie das hier so drinne so leuchtet. Und du siehst auch nicht gleich, was es ist. Du kannst nur erahnen, okay, da ist ein Haus. Und ich finde, man sieht auch gar nicht mehr den Tunnel. Ich glaube, der ist schon wieder zu. Der wächst langsam zu. Das ist schon sehr, sehr geil. Was macht unser Schneemann? Zerstört er unseren Vorgarten? Ah, man sieht, wo er langgelaufen ist. Okay. Coole Sache. Man könnte jetzt natürlich. Da läuft er lang. Man könnte jetzt natürlich sich eine Schaufel schnappen und da mal schnell den Schnee abgrasen. Aber wir können es auch erstmal lassen. So, jetzt platzieren wir den Kram. Wir wollen ja eine ruhige Lava haben. Ist es dein Ernst jetzt? Das eine hat nicht richtig geklappt, deswegen müssen wir nochmal zurück. So ein Ärgernis, aber auch. Und was ich auch ein bisschen nervig finde, ist, dass sie sich nicht automatisch wieder zurückstecken, aber was soll's. Wir nehmen auch jetzt schon mal zwei Eimer mehr mit. Wir müssen auch dann aufpassen, dass unser Haus nicht abbrennt. Das ist ganz wichtig. Das wäre echt richtig ärgerlich, wenn das Haus abbrennt. Nur weil wir nicht aufpassen und mit unserem Nether-Kram. Ich denke, ich werde noch wenigstens noch ein bisschen in den Berg reingehen müssen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich einfach Schiss habe, dass wir uns die Bude anzünden. Ich denke mal, das könnt ihr auch nachvollziehen. Und da habe ich eigentlich so richtig keine Lust drauf, mir die Bude anzuzünden. Weil die haben wir ja schon echt relativ geil gemacht. Da werde ich in einen kleinen Raum dahinter gehen. Und werde noch einen kleinen Raum anlegen. Aus einfachem, wo einfach alles Stein ist, wo nichts anbrennen kann. Wo geht's denn hier hin? Achso, das. Hier, vor allen Dingen wächst hier unten erstmal Zuckerrohr. Musste ich überlegen, wie das heißt. Sugarcane heißt es auf Englisch. Sugarcane. So, jetzt müssen wir hier wieder reinrammeln. So. Kann man nicht nehmen? Kann man nehmen. Okay. Kann man nehmen. Kann man nehmen. Kann man nicht nehmen. Kann man nehmen. Okay. Gut, wieder zurück. Es wird wieder hell. Wahnsinn. Und wir sehen hier drüben. Kann ich ja mal ein Stück hinlaufen. Ein Pilzbiom. Hier drüben. Gut. Vielleicht können wir uns auch mal das Myzel mitnehmen. Und da mal ein Teil mit Myzel machen bei uns. Wie die Sonne aufgeht, Wahnsinn.
Ja, du merkst schon, dass das Minecraft hier auf der Xbox One schon eine andere Hausnummer ist. Da hinten sind unsere Bäume. Das ist schon echt geil. Was ich schade finde, ist, dass man unser Menü nicht so richtig ausblenden kann. Das finde ich irgendwie doof. Aber was willst du machen? Steckst du nicht drin. Steckst du echt nicht drin? Ja. Kann man echt denken, dass es schön ist hier. Auch da vorne die Höhle, diese kleine Untersackung, diese Vertiefung, die dort vorne im Hügel war, ist jetzt allmählich weg. Die sieht man halt nicht mehr durch die Ranken, die wir gepflanzt haben. Wir könnten auch bald mal wieder ernten gehen, denke ich. So. Ist es dein Ernst? Jetzt hat sich das wieder ausgeglichen. Ja gut, aber immerhin waren wir jetzt viermal holen. Gut, man muss nicht immer drüber nölen. Ist auch so in Ordnung. Ich bin auch so zufrieden drüber. Zugemacht. Jetzt kann keiner mehr rein. Jetzt können wir unseren Schrott schön hier reinschmeißen. Habt ihr es gesehen? Bam. So leicht geht das. Jetzt können wir unseren Müll da reinhauen. Können wir uns mal hier so ein bisschen einrichten. Oh, da haben wir noch ganz schön viel so Kram, den wir noch wegtun müssen. Ganz wichtig. Wichtige Rohstoffe. Ah, hier wie sowas. Das können wir dann da reinhauen und gut ist. Können wir dann immer am Anfang der Aufnahmesession machen. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier machen müssen. Also. Das Ding muss. Wir gehen jetzt hier rein. Das mache ich dann quasi als Vorbereitung. Das werde ich dann netormäßig so im Boden so ein bisschen netormäßig einrichten, wie es der User gesagt hat. Danke nochmal an dieser Stelle. Schön, dass sich wenigstens ein paar beteiligen. Da bin ich dankbar dafür. Ja, machen wir es mal so. Vielleicht wäre das doch besser. Doppeltür vielleicht. Aber am besten würde es mir gefallen, wenn es halt hier auch direkt drinne wäre, in der Wand quasi. Aber das wäre echt die Härte. Eins, zwei. Eine Zweierhöhe reicht doch nicht. Du brauchst doch eine Dreierhöhe, glaube. So, wir schlagen uns jetzt einfach mal hier kurz rein. Eine Dreierhöhe muss es doch, glaube, auf jeden Fall sein. Ja, mal Erde, das ist doch Mist. Das sieht ja dann auch echt bekloppt aus. Also müssen wir dann mit Cleanstone hier rein. Zum Glück haben wir noch ein paar. So, das würde doch schon eigentlich fast reichen. Wir könnten dann den Raum ja noch künstlich verlängern. Das müsste doch schon reichen. So. Jetzt haben wir hier. Eins. Zweimal Lava rein. So, die müsste sich gleich wieder ausgleichen, wie es vorhin war. Und unser Schneemann macht seinen Kram. Jetzt haben wir hier eine Strömung. Ich werde wahnsinnig. Oh, ich hasse das. Die müssen wir dann wieder ausgleichen. Ihr wisst, wie es ist. Wir machen es jetzt einfach mal so. Gerade mit Wasser kann man immer richtig schön Mist bauen. Und es hat geklappt. Wir sehen's. Und jetzt wird's schwierig. Denn jetzt müssen wir hier erstmal, mach ich hier erstmal Zweier auf. So, was heißt schwierig? Jetzt setzen wir hier irgendwas drauf. Oh, Holz wäre schlecht. Wir haben doch das, genau. Das ziehen wir jetzt mal hier drauf. Machen hier einen hin. Und setzen hier einmal Lava rein. Machen Wasser drauf. Und dann hat sich das.
Ding mit der Lava erledigt, wie man sieht. Und jetzt hauen wir hier Wasser drauf. So, jetzt hätten wir unsere Lava quasi verschwendet. Jetzt haben wir einmal zu viel Lava gehabt. Also die eine Lava, die haben wir jetzt verschwendet. Das ist ärgerlich, aber das kann eben mal passieren. So, dann machen wir hier eins rein. Das Gute ist, man muss ja nur den Außenbereich machen. Und dann knallen wir hier einfach noch eine Runde Holz drum und dann ist gut. Und dann denke ich, fetzt das eigentlich schon. So, wenn du dann hier reingehst, bam, hast du hier das Nether-Tor, also das Nether-Tor. Ihr wisst, was ich meine. So, ich hau die jetzt einfach mal hier rein. So, und jetzt holen wir wieder Lava. Immer dasselbe, wa? Weil ich bin heiß auf den Nether-Quarz und so. Weil das macht echt was her. Und Nether-Stone und so ein Kram, da bin ich echt ein bisschen heiß drauf, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Weil der hat's mir so ein bisschen angetan. Jetzt decken wir die mal schnell zusammen, dass wir das schneller aufnehmen können. Ich könnte, wie gesagt, auch einfach da einmal in Eimer Wasser drüber kippen. Über die stehende Lava, die wir gefunden haben. Und das mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Aber ich möchte keine Diamanten jetzt für eine Spitzhacke raushauen. Wo ich auch eine Eisen, also im Alltag eine Eisen nehme. Oder eine aus Stein, das geht dann, macht für mich nicht so viel Sinn. Nur für drei Stück. Nur quasi für 3-4 Steine eine. Was heißt 3-4? Es sind halt schon ein paar. Hier war das mal hier Lava. Ich dachte jetzt schon, hier ist wieder ein Dungeon. Mit einem schönen Spawner drin. Das ist natürlich auch geil hier, dass hier einfach mal ein schönes Loch drin ist. Habe ich hier nicht schon mal reingeguckt? Ja, hier waren wir schon drin. So, jetzt haben wir hier mal wieder ein bisschen Licht geschaffen drin. So, und jetzt im Hellen findet man natürlich diese Quellen nicht so gut, ist klar. Aber da haben wir sie. Da sehe ich sie schon. Den Sand nehmen wir uns nochmal zur Hilfe, falls wir uns ein bisschen reinbauen müssen. So. Das kann man aufnehmen, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Das kann man aufnehmen. Das kann man aufnehmen. Und das kann man aufnehmen. Los geht's. Weiter geht's. Wie gesagt, ich hätte hier einfach draufballern können, fertig. Aber, wie gesagt, mir sind da die Ressourcen zu schade. Hier sieht man jetzt auch mal unseren... Ist ja ein richtig geiler Überhang dort. Das nimmt der Überhang. Denke, hier könnten wir auch mal hingehen. Uns ein bisschen Myzel holen. Damit können wir auch vielleicht mal was bauen. Ich finde, muss schon sagen, die Karte ist schon echt geil. Ist ja auch Geschmackssache. Wisst ihr ja. Wie alles im Leben. Und hier vor solchen Löchern habe ich immer ein bisschen Respekt. Weil da denke ich immer, da könntest du mal schön durchfallen. Nicht, dass ich jetzt Durchfall gewohnt wäre. Heute jagt wieder ein Gag dem anderen. Wir sind auch auf Level 24, sehe ich gerade. Also, wir machen ordentlich Fortschritt. So. Wenn wir im Dorf sind, durch unseren schönen Tunnel gegangen sind hier vorne... Dann verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Das kündige ich jetzt einfach schon mal an. Dass so geil wie der Himmel invertiert wird. Wenn man runtergeht. Ja, Rocket Beans TV. Da rede ich in der nächsten Folge nochmal drüber. Wie doch sehr angefixt ich von der Sache bin.
wie oft ich gucke, wie oft ich mich immer wieder dabei erwische, am Ende des Tages bei Rocket Beans TV zu landen, auf dem Twitch-Kanal. Wir sind gleich auf der anderen Seite angekommen und mal gucken, ob unser Schneemann noch da ist. Ja, da hinten steht er. Zu dem gehen wir noch hin und bei dem verabschieden wir uns. Kommst du hierher? Nix rundrum, nix. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir treffen uns bei der 65. Folge Minecraft wieder. Bis dann. Tschüss.